Hermanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche. Die heutige Folge wird von Mani Bleuel unterstützt. Das von österreichischen Auswanderern gegründete Familienunternehmen ist ein Bio-Pionier, das seit über 40 Jahren Oliven und Olivenöl herstellt und damals das erste ökologisch erzeugte Olivenöl Griechenlands hatte. Vielleicht kennt ihr die Oliven- und Olivenölprodukte bereits aus eurem Bioladen. Mittlerweile ist die nächste Generation, die Geschwister Felix und Julia, in der Geschäftsführung tätig. Und dieses Jahr haben sie ihr eigenes Pionierprojekt ins Leben gerufen. Der Küchenheld, ein 100% natives Olivenöl. Bei Olivenöl unterscheidet man ja die Güteklassen. Natives Olivenöl extra und natives Olivenöl. Natives Olivenöl hat einen leicht höheren Säuregehalt und ist im Geschmack etwas milder. Es wird oft fälschlicherweise als etwas minderwertig eingestuft und läuft somit Gefahr, verschwendet zu werden. Und genau da setzt Mani Bleuel mit dem Produkt Küchenheld an. Und mit den drei Schlagworten: unverschwendet, solidarisch und nachhaltig. Unverschwendet in dem Sinne, dass Lebensmittelverluste schon auf dem Feld vorgebeugt werden. Für das 100% native Olivenöl nimmt Mani Bleuel auch Olivenöle mit leichten Fehlern und minimal erhöhtem Säuregehalt ab, die sonst in die Industrieproduktion wandern würden. Solidarisch in dem Zusammenhang, dass durch die Abnahme die LandwirtInnen den größeren Teil ihrer Ernte kostendeckend absetzen können. Die enge Partnerschaft, die Mani seit 40 Jahren mit ihren Olivenbauern und Bäuerinnen pflegt, liegt dem Familienunternehmen sehr am Herzen. Und so ist es für sie auch ein konsequenter Schritt, ihnen auch das unperfekte Naturprodukt abzukaufen, also das Olivenöl, das nicht extra natives Olivenöl ist, ganz nach dem Credo aus Wertschätzung für Mensch und Natur. Und natürlich die Nachhaltigkeit durch den ökologischen Anbau und die Bioverarbeitung, der Solidarität mit den LandwirtInnen, der Wertschätzung von Lebensmitteln und eben keine Verschwendung bei der Ernte sind Ökologie, Soziales und Ökonomie im Einklang. Genau, und dieser Küchenheld eignet sich hervorragend für die warme Küche, also auch zum Kochen, zum Backen und zum Frittieren. Und in Griechenland ist es ganz selbstverständlich, zum Beispiel auch Kuchen mit Olivenöl statt mit Butter zu backen. Ich finde das übrigens auch sehr lecker. Und auch Kartoffeln und Gemüse im sogenannten grünen Gold zu frittieren. Herzhafte Gerichte ohne Olivenöl gibt's da ja fast gar nicht. Und apropos Frittieren, ja, Olivenöl kann bis zu 190 Grad erhitzt werden und gleichzeitig bleiben die gesunden Eigenschaften wie etwa die Fettsäuren erhalten. Es ist also kein Problem für den Küchenhelden. Und somit ist Mani Bleuel für mich wirklich ein Unternehmen, das ich auf ganzer Linie mit meinem Wertekatalog vereinbaren kann und dessen Produkte ich aus voller Überzeugung empfehlen kann. Natürlich auch, weil sie super lecker schmecken und sich vielseitig in der Küche einsetzen lassen. Das 100% native Olivenöl und alle anderen weiteren Mani-Produkte gibt es überall im gut sortierten Biofachhandel sowie auch im eigenen Online-Shop. Und wenn ihr Lust habt und dort was bestellen wollt, dann bekommt ihr mit dem Code SOPHIA2021, also Anfangsbuchstabe groß geschrieben, SOPHIA2021, im Online-Shop www.shop.mani.bio 15% Rabatt auf eure Bestellung bis Ende des Jahres 2021. Natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, euch heute einen tollen Gast und vor allem auch ein tolles Konzept, in dem er tätig ist, oder Projekt besser gesagt, vorzustellen. Und zwar die Kantine Zukunft. Und das ist für mich ein tolles Beispiel dafür. Wir neigen manchmal dazu, uns zu sehr auf die Missstände, sage ich mal, zu konzentrieren. Und ich finde, man muss manchmal auch, und das ist ja auch der Ansatz dieses Podcasts, einfach auf die Projekte, auf die Menschen, auf die AkteurInnen schauen,
die Teil einer positiven Veränderung sind und auch wirklich Sachen anstoßen, Dinge anders machen. Und da ist eben mein heutiger Gast, Patrick Wodny von der Kantine Zukunft, ein perfektes Beispiel dafür. Da geht es um die kostenneutrale Verbesserung der Gemeinschaftsversorgung, also der Gemeinschaftsgastronomie. Das sind so Dinge wie Kantinen, Krankenhäusern, aber auch Gefängnisse, Kinderbetreuungsstätten. Und die KöchInnen und Köche und Köchinnen der Kantine Zukunft bieten sozusagen Schulungen für die Menschen an, die in diesen Gemeinschaftsgastronomien arbeiten, um mehr Bio zu implizieren ist das falsche Wort, inkludieren, mehr Bio halt reinzumachen, mit mehr Gemüse zu kochen und so weiter. Und das ist wirklich super cool, was da hier in Berlin getan wird. Und darüber sprechen wir heute. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und ich habe einen wunderbaren Gast in meiner Küche. Er tut sich schon auf und das ist Patrick Wodny. Und ich sage noch ganz kurz, was es gibt, weil das sage ich immer am Anfang. Und zwar gibt es heute vegane Kärntner Karsnudeln. Das Rezept gibt es auf meiner Webseite, habe ich schon ganz oft gemacht. Ich habe sie jetzt schon sehr lange nicht mehr gemacht, deshalb schauen sie heute auch ein bisschen schlampig aus. Aber ich habe gedacht, ich muss mal wieder üben. Und manchmal finde ich es auch schön, sich dann doch auch mal unter der Woche die Zeit zu nehmen, Nudeln selber zu machen. Und dazu gibt es einen Salat und der ist ganz lecker und regional und frisch und knackig. Und hallo Patrick, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meiner Küche. Hallo Sophia, vielen Dank für die Einladung in deine Küche. Genau, ich würde sagen, magst du dich mal kurz so in zwei Sätzen vorstellen, wer du bist und was du beruflich machst, nämlich was sehr Spannendes. Ich bin Patrick Wodny, ich bin 31 Jahre alt, ich bin Koch in erster Linie, also diesen Beruf habe ich gelernt nach meinem Schulabschluss zu dem. Also ich bin mit 17 in die Lehre gegangen, wenn ich mich recht entsinne. Und bin seitdem, glaube ich, in so ziemlich jeder Form der Gastronomie mal tätig gewesen. Ob das jetzt die Gemeinschaftsverpflegung ist, ob das die Hotellerie ist, ob das Sterne-Restaurants waren. Ich durfte mir das alles mal angucken im Laufe der Zeit. Aktuell bin ich stellvertretender Projektleiter der Kantine Zukunft Berlin. Mhm. Und vielen Dank. Und wir widmen uns im Grunde, oder im Kern könnte man sagen, der Umstellung auf einen höheren Bioanteil in allen öffentlichen Kantinen und Versorgungseinrichtungen hier in Berlin. Also ob das jetzt Krankenhäuser, Kitas, Betriebskantinen, also alles, wo jeden Tag viele Menschen essen, da arbeiten wir mit den Küchen zusammen oder arbeiten mit vielen Küchen in diesem Bereich zusammen und arbeiten an diesen Zielen. Das könnte man so ganz grob oder ganz grob umreißen. Und das ist natürlich ein sehr gutes, sehr hehres Ziel und da hat sich die Stadt Berlin auch eine Menge vorgenommen. Ja. Dass sich da was ändern soll, das ist ja auch gut. Ich glaube, wir alle kennen das. Also wahrscheinlich das, was man so am ehesten kennt, ist so das Thema Krankenhaus, ne? Wo es dann immer schon fast so ein bisschen notorious ist für, das Essen ist so schlecht und so. Mhm. Und werde ich dich nachher noch dazu fragen, weil du hast ja auch in einem Krankenhaus das Essen besser gemacht schon in der Vergangenheit. Ja. Und aber weißt du, ich habe festgestellt und deshalb... ich habe in einigen Folgen, bin ich immer gleich in den Beruf reingesprungen bei meinen Gästen und das führte dann meistens dazu, dass wir am Ende eben gar nicht mehr so viel über die persönliche kulinarische Prägung gesprochen haben und deshalb will ich dich eigentlich erst dazu ein bisschen befragen, bevor wir du siehst, das ist eine Challenge, ne? Essen und Reden. Ja. Du musst immer genau essen, wenn ich rede. ich will natürlich ein bisschen von dir wissen, mit was für Essen bist du aufgewachsen, vielleicht auch wo?
Was gab es da so zu essen und wie kam es dann dazu, dass du warst ja dann eben auch noch relativ jung, als du beschlossen hast, das zu deinem Beruf zu machen, mit dem Essen zu bereiten? Vielleicht fangen wir da mal mit der Berufswahl an, das ist schnell beantwortet. Es gab jetzt nicht so viele Dinge, die ich gut konnte. meine Bildungsabschlüsse sind auch nicht die besten. Oder beziehungsweise der höchste Bildungsabschluss, den ich habe, ist ein Realschulabschluss und dafür musste ich auch nochmal sitzen bleiben. Also das ist jetzt alles nicht so geil. Aber kochen war ich immer ganz gut drin. Ich habe das immer sehr gerne gemacht und das war eine der wenigen Dinge, die ich regelmäßig gemacht habe, wo es auch einen passenden Ausbildungsberuf für gab. Und da war das eine ziemlich leichte Entscheidung für mich, was ich denn gerne nach der Schule machen wollen würde. Und das war auch damals eben genau die Zeit, wo Herr Anthony Bourdain hatte seine erste Show, Jamie Oliver hat die ersten Kochbücher rausgebracht. Also da war man schon, oder was heißt schon, beim Kochen ging es nicht mehr so sehr um diese Haubenträger, die da in ihrer weißen Uniform in der Küche stehen. Das fand ich immer so ein bisschen befremdlich. Da war Kochen oder kam Kochen gerade so in den Mainstream. Und ich glaube, das hat mir zu dem Zeitpunkt da ganz gut getan, das auch so mitzukriegen. Also war dann natürlich auch schon so durch diese Vorbilder ein bisschen, beeinflusst mit Sicherheit. Ja. Ich finde es so spannend, dass du das sagst, weil ich habe ja so ein bisschen meinen eigenen Weg gerade nochmal so nachbeleuchtet, auch für mein neues Buch. Und bei mir ist eigentlich auch so, dass sich schon immer so eine Leidenschaft und so eine Liebe fürs Kochen irgendwie durchgezogen hat. Und ich habe ja auch eben noch während der Schulzeit in der Gastro zu jobben angefangen. Und ich glaube, bei mir war es eben genau das Thema, dass mir diese weiblichen Vorbilder gefehlt haben. Also ich glaube, ich habe sehr lange gebraucht, um überhaupt auf die Idee zu kommen, das zu einem Beruf zu machen. Also das war immer irgendwie da und ich habe immer wieder Jobs in dem Bereich gehabt. Und ich habe eben dann so drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn es damals so einen weiblichen Jamie Oliver gegeben hätte, hätte ich vielleicht stärker so auch in dem Alter so diese Identifikation irgendwie gehabt. Und das war zu far out irgendwie, das für mich so als Beruf zu sehen. Aber voll gut. Und wo bist du Koch geworden oder wo bist du aufgewachsen? Also ich bin in Mittelhessen aufgewachsen, ja. In der Nähe von Gießen. Da bin ich auch geboren. Und da habe ich eigentlich meine gesamte Jugend da auf dem platten Land in Mittelhessen verbracht. In so einem sehr kleinen Dorf. Ich glaube mittlerweile 1200 Einwohner oder so. Das ist jetzt geschätzt. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich da gelebt habe, waren es 1000 oder so. Und das war insofern schon so ein bisschen prägend. Also dort gab es Landwirtschaft, die auch noch kleinbäuerlich betrieben wurde, die man auf dem Weg zur Schule sehen konnte. Meine Oma hatte oder hat immer noch so einen ganz kleinen Garten. Also das hat jetzt mit Selbstversorgung oder so nichts zu tun, aber da wachsen Stachelbeeren, Johannisbeeren, wilde Erdbeeren, Rhabarber, Zucchini, Tomaten. Und nicht, dass ich mich jetzt damals übermäßig dafür interessiert hätte, aber das war eben da, das war so die Umgebung. Und meine Oma hat auch damals für mich und meine Cousinen, die im selben Dorf gewohnt haben, auch immer Mittagessen gekocht. Wir sind dann nach der Schule meistens alle zu Oma und konnten dort gemeinsam am Tisch essen. Und was es da gab, war so das, was man jetzt so vermutet, was eine Oma kocht. Ne? Und das war immer sehr lecker und das hat uns alle sehr gefreut und wir waren immer alle sehr satt. Was ist denn typisch hessisch? Also ich glaube, das Bekannteste ist einfach so grüne Soße mit gekochten Eiern und Pellkartoffeln. Ah, grüne Soße. Ja. Ah. Ich glaube, das ist das, was am ehesten akzeptiert wird, weil wenn man jetzt zu diesen ganzen Handkäsgeschichten geht, ich mag keine rohen Zwiebeln, ich mag diesen Magerkäse nicht besonders. Das ist was ganz Komisches, dieser Handkäse, ja. Ne? Irgendwie. Also an mich geht es auch nicht, aber das wäre auch noch so typisch hessisch und natürlich dieses Getränk, der Apfelwein, gibt es sehr leckere und auch sehr, sehr herbe, die ich dann auch nicht mehr trinken kann. Aber das sind auch alles, jetzt nicht unbedingt im Jugendalter, im Jugendalter schon, aber jetzt nicht unbedingt bei Oma am Küchentisch, aber das ist mir wohl auch noch so eine kulinarische Erinnerung an meine Jugend. Ja.
Was soll ich jetzt sagen? Lustig, ich habe gestern Zutaten für eine gesunde Soße gekauft, weil ich hier eigentlich mehr so vorbeigeschlendert bin bei Frische Paradies, dieser Supermarkt hier oben da in Friedrichshain. Und ich kaufe da eigentlich nicht, also ne, ich kaufe eigentlich schon auch am liebsten Bio und so. Ich gehe da manchmal rein, weil ich es immer so ein bisschen Essen gucken, ne? Weil die haben immer so alles und lustige Sachen und irgendwie in allen Farben und Größen und Formen. Und dann waren so die Kräuter für die grüne Soße, war so das Einzige, was mich angelacht hat, wirklich. Und genau, das liegt jetzt in meinem Kühlschrank. Muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das dann umsetze oder was es dazu gibt. Ja, weiß ich noch nicht. Muss ich mir, glaube ich, schnell überlegen, weil die halten ja auch nicht ewig. Und ja gut, das heißt, du bist natürlich auch quasi als Landkind, also wie du schon gesagt hast, du hast einen Bezug zu Obstgemüse, hast das schon mal irgendwie an der Pflanze gesehen, hast auch mal irgendwie, bist auch mal einer Kuh begegnet und so, also hast da ja eigentlich ein sehr... haben ja viele Stadtkinder überhaupt nicht, ne? Also, das stimmt, ja. Ja. Aber das heißt, wo hast du dann die Ausbildung gemacht? In Frankfurt am Main. Ja, okay. Ich hole noch ein bisschen Öl. Das schmeckt übrigens sehr lecker. Ja, vielen Dank. Also ich habe die Ausbildung in Frankfurt am Main gemacht und das war auch, hatte auch praktische Gründe. Also es war, es gab jetzt in diesem Umkreis von diesem Dorf nicht so sonderlich viele Ausbildungsbetriebe, wo ich das Gefühl hatte, dass ich da gerne lernen wollen würde. Dann müsste es dann doch in die Stadt ziehen. Von Kochen und von Gastronomie hatte ich zudem beworben, habe ich mich dann ja darauf mit 16. Mhm. Also überhaupt gar keine Ahnung. Also ich wusste nicht, wie man. Das ist schon krass jung eigentlich, wenn man sich das überlegt, ne? Ja, also nicht nur, dass ich von Gastronomie und von diesem ganzen Geschäft einfach keine Ahnung hatte. Ich wusste ja zu allen Überfluss nicht mehr wirklich, wie man so eine Bewerbung schreibt. Ne? Mhm. Und das hat es dann jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht. Aber in Frankfurt, eins der Häuser, in dem ich mich da beworben habe... Wie viele hast du geschrieben? Weißt du das noch? Boah, ich habe keine Ahnung. Aber... Ich bin aber zu nicht so vielen Bewerbungsgesprächen eingeladen worden. Ja. Ich glaube, es waren irgendwie so 3 oder 4. Und von einem Haus habe ich dann eine Zusage bekommen. Das war damals ein, oder ist es vielleicht sogar noch, wenn das nicht schon irgendwie veräußert wurde, das war damals ein Haus der Steigenberger Kette in Frankfurt am Main. Und in dem habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Also das war halt klassisches, ich würde jetzt nicht mal sagen wollen, Messehotel. Frankfurt ist halt eine Messestadt und die meisten Gäste, die dort, der größte Andrang war immer rund um die Messe. Mhm. Und es war ein relativ generisches Angebot, würde ich jetzt sagen. Also du hast ein Frühstücksangebot, du hast irgendwie so eine Lunch- und Mittagskarte, Konferenzservice-Gedöns und dann abends eben à la carte und das muss dann einfach alles abgedeckt werden. Also es war insofern solide, dass man da in viele Bereiche mal reinschauen konnte. Kulinarisch. Wurde es dann erst ein bisschen später spannend? Naja, spannend wurde es für mich tatsächlich erst relativ spät, würde ich behaupten. Also ich habe immer den Bezug zum Lebensmittel bei diesem Job komplett vermisst. Okay. Und also auch in der Ausbildung wurde das gar nicht so wirklich vermittelt und auch später... In den Betrieben, wo ich dann gearbeitet hatte, war das auch nie so ein Thema, wo kommt das ganze Zeug eigentlich her, was wir gerade hier verarbeiten. Und in dem Moment, oder es gab 2 Momente, wo der Beruf wirklich spannend wurde, und das war der Moment, wo ich keine Rezepte mehr gebraucht habe, sondern einfach intuitiv wusste, was wo reingehört, weil man sich einfach so eine Palette angefressen hat, dass man irgendwann einfach weiß, was mit welcher Zutat harmoniert oder welche Zutat mit welcher Zutat harmoniert. Und das zweite war, einfach einen Bezug zur Landwirtschaft herzustellen. Mhm. Und also nicht nur wissen, wie Dinge wachsen, sondern auch so ein Gespür für eine Kreislaufwirtschaft zum Beispiel zu bekommen. Was bedeutet das? Was hängt da dran? Warum schmecken Produkte von verschiedenen Böden auch einfach anders? Mhm. Also wie
Warum sind kleinbäuerliche Strukturen zum Beispiel wichtig? Warum ist Bio viel mehr als ein Begriff und als dann so ein Grundverständnis für die landwirtschaftliche Praxis einfach entstanden ist? Da war das dann richtig spannend. Und da wurde es für mich vor allem spannend, weil ich dann von diesen, also man lernt ja in der Ausbildung größtenteils immer noch so, ja, klassische französische Küche. Super viele tierische Produkte, Gemüse spielt kaum eine Rolle. Es ist teilweise unnötig kompliziert für das, was am Ende bei rauskommt. Und nachdem dann so ein Grundverständnis für die Landwirtschaft einfach da war, hat sich das Kochen auch so radikal vereinfacht. Aber gab es dafür irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder eine Person oder einen bestimmten Ort? Ja, das waren mehrere. Also ich war zwischenzeitlich so weit, dass ich auch dachte, okay, wenn man mit dem Beruf Koch irgendwie nichts Sinnstiftendes machen kann, dann ist es nichts für mich. Und habe viele Praktika auf Bauernhöfen gemacht, war auf vielen Demeterhöfen. Also hast du dich dann selber auch wirklich proaktiv quasi. Genau. Also das waren dann immer Aufenthalte, die waren mal nur ein verlängertes Wochenende, mal waren es dann 14 Tage oder länger. Wo ich dann auf diesen Höfen sein konnte und dann einfach mitgearbeitet habe, gegen Dach über dem Kopf und was zu essen. Und so konnte ich dann irgendwie Verständnis dafür entwickeln, was da passiert und was es bedeutet, Lebensmittel anzubauen. Und wie bist du in Berlin gelandet? Da müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Also, Du bist schon ein Weilchen hier. Nee, ich bin schon zweimal in Berlin gelandet. Ja, ich weiß. Also ich glaube, als wir uns das erste Mal wo im beruflichen Kontext begegnet sind, warst du quasi mal zwischendurch woanders, ne? Da warst du mehr so in der Mitte. Ja, genau. Ja, also das erste Mal nach Berlin gezogen bin ich, glaube ich, in 2012. Und das war damals eine relativ leichte Entscheidung. Ich war wie so oft in meinem beruflichen Leben an dem Punkt, dass man gemerkt hat, okay, die Lernkurve flacht ab, da muss was anderes her. Also ich finde das unheimlich wichtig, dass man in so einem, gerade im Alter, Anfang, Mitte 20, sobald man merkt, ich lerne hier nichts mehr, gerade im Handwerksberuf, muss es weitergehen. Und, ja, manche Menschen haben vielleicht diesen Anspruch nicht oder machen sich dann irgendwie in der Position gemütlich, aber voll gut. Ja. Also ich fand das war bei dir immer sozusagen vorhanden. Nicht immer, das kam dann wirklich mehr. Ich war eine ganze Zeit lang auch, gerade mit Anfang 20 schon, eine ganz schön faule Socke, würde ich sagen. Was ja auch voll okay ist. Ich meine, auch wenn man irgendwie so früh schon anfängt zu arbeiten, also das ist ja auch super jung, ne? Ja, also ich kann mich halt immer daran erinnern, dass das mir aber wirklich immer ganz gut getan hat. Also die meisten Freunde, die ich in dem Alter hatte, haben alle studiert. Ich war der Einzige, der gearbeitet hat. Und dann warst du bis 4 Uhr morgens irgendwo saufen und alle schlafen am nächsten Tag aus und du stehst halt um 7:30 wieder in der Küche. Noch mit richtig Standgas. Aber weiß ich nicht, das hat irgendwie so ein bisschen diszipliniert und das hat mir jetzt keinen Abbruch getan, sagen wir es mal so. Aber das resultiert natürlich dann auch darin, dass man die Zeit, die dann wieder übrig bleibt, die schläft man dann. Kümmert sich nicht richtig um sich und um andere und es hat sich dann aber relativ zügig auch geändert. Also das ist ja dann auch sehr, 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 sehr destruktiv, wenn man seine Zeit dann so verbringt. Aber in Anfang 20 war das vielleicht mal in Ordnung. Auf jeden Fall war der Umzug nach Berlin war dann eben wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Lernkurve flacht ab, da muss was Neues her, da muss auch irgendwie so ein neuer Impuls her, damit mir der Beruf auch wieder Freude bereitet. Und Berlin war zu dem damaligen Zeitpunkt, also 2012, ist in der Stadt einfach unheimlich viel passiert, auch gerade was diese regionalen Aspekte betrifft, die man mit dem Essen gute Verbindung stellen kann. Und da bin ich dann nach Berlin gezogen, ja. Also, aber ohne konkreten Plan, muss man dazu sagen. Jetzt habe ich gerade einen Mund voll. Aber die Schmatzgeräusche gehören dazu. Na, ist gut.
Gut, aber du warst ja dann schon noch ein ganzes Weilchen. Du warst ja dann auch richtig noch in der Gastro und auch in der gehobenen Gastronomie noch in verschiedenen Restaurants tätig. Wie kam von da quasi der Weg in die Gemeinschaftsversorgung? War das einfach auch so ein innerer Impuls, irgendwie diese Notwendigkeit? Oder wie bist du auf das Thema überhaupt gekommen? Naja, also es war für mich eine ganz einfache Sinnfrage. Also, ja. Wie verbringe ich meine Zeit? Was mache ich mit dieser Zeit? Und bin ich damit einverstanden? Und ich glaube, diesen ganzen Weg dahin zu erklären, so dass das waren einfach alles Dinge, die auch teilweise unbewusst in meinem Kopf stattgefunden haben, ufert dann ein bisschen aus, aber um einfach nur mal ein Beispiel zu nennen, in Restaurants und wirklich egal in welchen, habe ich mich ganz oft nach der Arbeit gefragt, so für wen hast du das jetzt gemacht und warum standst du jetzt irgendwie 14 Stunden hier? Habe ich jetzt wirklich einen Mehrwert für irgendwen geschaffen? Also diese Frage habe ich mir in der Gemeinschaftsverpflegung nie gestellt. Also ob das jetzt im Kita-Catering oder im Krankenhaus war, ich habe mich nie gefragt, für was war das? Also diese Sinnfrage hat sich immer automatisch durch die Tätigkeit beantwortet. Und das fand ich immer sehr schön. Und dann hast du im Krankenhaus Havelhöhe gearbeitet. Genau. Und das ist vielleicht für die Menschen, die das nicht kennen, ein Krankenhaus. Also ein bisschen außerhalb von Berlin eigentlich, ne? Oder so, ja. Na, es ist, also es in ist Berlin. Schon noch Berlin, also genau. Genau, Claro, Gato gehört noch zu Berlin, ja. Aber man glaubt es kaum. Es ist schon ein Stückchen draußen, ja. Und soweit ich war noch nie dort, ich klopfe mal auf Holz, ich war zum Glück schon lange nicht mehr im Krankenhaus. Soweit ich es verstanden habe, haben die sowieso einen sehr ganzheitlichen Ansatz und da war dann sozusagen irgendwann das Projekt, das Krankenhausessen umzustellen, ne? Und auch, also im Grunde das, was jetzt bei der Kantine Zukunft auch noch diese Grundpfeiler sozusagen, also den Bio-Anteil zu erhöhen, einfach auch mehr, also korrigier mich, ne? Ich schmeiß das jetzt raus, so wie ich es erinnere, irgendwie mehr frisch gekochtes Essen auch einfach umzusetzen, weil in vielen dieser Gemeinschaftsverpflegungen ja auch einfach ja, das Essen halt halbfertig angeliefert wird und dann irgendwie zusammengepanscht wird. Das war ja so ein bisschen ein Pilotprojekt auch, oder? So hatte ich das verstanden. Ein Pilotprojekt für... Um das vielleicht irgendwann in anderen Krankenhäusern auch umzusetzen? Oder für das, was ihr jetzt vielleicht auch mit der Kantine Zukunft macht? Aber es war vollkommen autark. Das war vollkommen autark. Okay, also das ist Havelhöhe, ist ein anthroposophisches Krankenhaus in Berlin, aber gefühlt außerhalb von Berlin. Und da hat man sowieso in der Vergangenheit schon ganz viele Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt, auch beim Essen, auch in der Küche. Und wir haben uns dann zum damaligen Zeitpunkt einfach Gedanken darüber gemacht, wie kann man das einfach effektiv auch mit geringen Budgets noch in Richtung bringen, dass man da noch mehr Mehrwert schafft. Und zwar nicht nur für Patienten und für Menschen, die es essen, also es sind ja durchaus Mitarbeiter, die da essen, sondern auch wie kann ich auch mit den wenigen Mitteln einen regionalen Wirtschaftskreislauf stärken. Wie kann ich trotz aller Limitationen, die mir so begegnen, trotzdem das Beste draus machen? Und da sind viele schöne Sachen bei rumgekommen. Also ob das jetzt der Direktbezug beim Produzenten war oder ob das... Ich kann mich an eine Kartoffelschälmaschine-Geschichte erinnern. Genau, die wurde, auch also, gekauft. Genau, es wurde eine Kartoffelschälmaschine gekauft, weil davor wurden gar keine frischen Kartoffeln verarbeitet. Naja, also das... Nicht in dem Maße. Ja, eine Schälmaschine ist einfach schön, da drin kann ich ja alles schälen. Und wenn ich jetzt irgendwie für 500 Leute einen Sellerie zubereiten soll und der muss geschält werden, dann ist das durchaus möglich, aber es bindet viel Zeit. Ja. Und in so einer Maschine schmeiße ich das rein und es kommt geschält wieder raus. Und das gilt ja für gerade Wurzelgemüse, die ja verhältnismäßig günstig sind, die aber allein durch die Tatsache, dass die geschält werden müssen, häufig nicht in Frage kommen. Zumindest nicht in einer nicht un... nicht in, also sie kommen häufig nicht in Frage, wenn sie nicht vorverarbeitet sind. Ja, ja. Und
Da kann man da mit so einer Maschine ganz gut Einfluss drauf nehmen und das dann trotzdem verarbeiten, ja. Genau, weil das hat das, also es ist mir einfach sehr im Gedächtnis geblieben, weil du das damals vor ein paar Jahren eben erzählt hattest und dann ging es irgendwie um diese Anschaffungssumme und eben diesen Ansatz, wann sich diese Shell-Maschine dann amortisiert oder was das quasi begünstigt hat. Und das ist ja wirklich ein Faktor. Ich bin, also ne, kenne mich jetzt mit Gemeinschaftsverpflegung und solchen großen Mengen wirklich überhaupt nicht aus, aber das ist ja was ich auch schon so im Kleinen, zum Beispiel auch bei meinem Job bei Isla Coffee und so sehe. Also dieser Moment, wo man eben sehr ganzheitlich zum Beispiel Gemüse verarbeiten will, das ist ja dann eben auch immer eine Frage von der Personalkraft, ne? Und das ist ja einfach mehr Arbeit. Und das ist dann auch immer so der Parameter, was ist möglich, was geht einfach nicht, weil es viel zu lange dauert. Also da kann natürlich so eine Maschine, gerade wenn man dann auf so einer Mengenebene irgendwie arbeitet, wahrscheinlich unfassbar viel einsparen. Und ich nehme mal einfach an, also ihr habt so die, ich meine, der ein großer Parameter sind ja auch einfach die Kosten, ne? Das ist ja wahrscheinlich so wirklich das Herausforderndste, weil die einfach wahnsinnig gering sind in der Gemeinschaftsverpflegung. Also das Budget sozusagen, das man zur Verfügung hat. Genau, und dann wahrscheinlich diese anderen Stellschrauben, so wie viel Personal hat man, das wie viel mit der Hand machen kann und wie viel nicht. Oder wie, oder kannst du das, ich mutmaße hier so, das wären jetzt so. Nee, also das ist schon recht, unsere Arbeit fängt meistens mit einer Rechenaufgabe an, ja. Kann man schon so vereinfacht sagen. Es gibt tatsächlich viele Einrichtungen, die gar nicht mehr kochen. Also wo wirklich gekochtes Essen angeliefert und portioniert wird und davon zehntausende Portionen am Tag, da haben wir auch nicht viel Handlungsspielraum. Mhm. Also da, wo nicht gekocht wird, gibt's nicht viel zu holen. Aber das, ja. da sehe ich auch eher so einen strukturellen Fehler, den man da in der Vergangenheit gemacht hat, dass man aus rein wirtschaftlichen Gründen sowas Wichtiges wie eine Speiseversorgung einfach komplett abgibt. Und dann überlässt man das Feld ja komplett rein wirtschaftlichen Kriterien. Mhm. Und gerade im Krankenhaus, wo ja Menschen liegen, die krank sind, also sie sollten durchs Essen zumindest nicht noch kränker werden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch in vielen Fällen nicht erfüllt. Mhm. Ist schon durchaus problematisch, ja. Mhm. Also ich weiß noch, das ist jetzt ganz, ganz kurzer persönlicher Einwurf. Mein Freund war, ich glaube, vor 2-3 Jahren, war mal so 2 Tage im Krankenhaus und es war Verdacht auf Blinddarm oder so, aber es war so, er musste da halt bleiben, ne? Und er musste halt das Essen, was da gab, und das war, ich weiß nicht mal mehr, welches Krankenhaus das in Berlin war, und das war so schlimm, was er da zu essen bekommen hat, ne? Also das war wirklich nur so heiße Tasse. Irgendwie so eine Fertigsuppe, die er sich dann noch so selber irgendwie aufbrühen musste. Und halt so das hässlichste Weißbrot, was du dir vorstellen kannst, mit so einer Hotelbutter irgendwie. Und gut, das war wahrscheinlich auch Schonkost, was er dann noch bekommen hat. Aber es war so richtig schlimm. Also genau, da hast du ja wirklich gedacht, okay, wie soll ich da jemals überhaupt besser, wie soll es mir da besser gehen, ne? Also, ich meine, Schonkost könnte ja auch ein Haferbrei mit einem geriebenen Apfel sein. Zum Beispiel. Und nicht eine heiße Tasse mit Baguette und Hotelbutter. Viel Weißmehl und ja, krass. Ja. Das heißt, ihr stellt eine Rechnung an, wenn ihr, also um das vielleicht auch nochmal, wir müssen ja mal davon ausgehen, die Menschen, die jetzt den Podcast hören, die wissen ja noch nicht so viel über das Projekt. Du hast es ja am Anfang schon so ein bisschen erklärt. Das heißt, ihr beratet Gemeinschaftsverpflegungs. Genau. Also, um das vielleicht nochmal ein bisschen da in die Tiefe zu gehen, also mit Kantine Zukunft ist es so, wir haben uns in 2019 gegründet. Wir haben eine Förderung der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Die geht voraussichtlich bis Ende 2023. Und im Rahmen des Projektes Kantine Zukunft können wir alle Betriebe im öffentlichen Bereich, also Betriebskantinen, Kitas, auch Krankenhäuser, Seniorenheime, also alles, was man sich da so vorstellen kann, können wir in dem Bestreben unterstützen,
ihren Bioanteil so hoch wie möglich zu setzen. Aber jetzt, ich rede immer nur von dem Bioanteil, der ist ja kein Selbstzweck. Wenn ich in knappen Budgetgrenzen einen höheren Bioanteil umsetzen möchte, dann muss ich ja automatisch ganz viel machen, was positiv aufs Essen wirkt. Also ich muss zum Beispiel mehr Gemüse. Ja. Weniger Fleisch, mehr unverarbeitete Rohware. Also da kommt so viel zusammen. Ich meine, allein mit diesen wenigen Faktoren hat man jetzt schon so viel bewirkt. Wenn ich dann zum Beispiel auch noch aus Kostengründen Getreide einsetzen muss oder könnte, da muss ich mir zum Beispiel auch Gedanken machen, was kann ich denn aus Getreide machen, außer Brot, was dann auch, was ich auch nicht selber mache, sondern was in den meisten Fällen eben geliefert wird. Und da wird es dann einfach richtig spannend, weil ich habe all diese Grundnahrungsmittel vor mir liegen, die meiner Meinung nach aktuell gerade in der Gemeinschaftsverpflegung völlig ineffizient auch genutzt werden und muss da dann das Bestmögliche draus machen. Das heißt, wenn man den Bioanteil erstmal als zentralen Hebel in die Mitte stellt, die Kosten aber gleich, also die Kosten gleichbleibend sind, dann setzt man oder dann muss man in der Küche ganz viel in Bewegung setzen, um dahin zu kommen. Und das heißt, da schlägt man dann direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und gerade, auch wenn das so banal klingt, aber ja, mehr Gemüse, das ist. Es findet ja immer noch nicht auf die Tellermitte. Also wir haben ja immer noch Vegetare oder also es gibt Speisepläne. Es gibt immer diese Ernährungsreports, wo es immer heißt, die Menschen essen weniger Fleisch und so, ne? Aber wie ist jetzt genau? Ja. Also das machen sie ja tendenziell auch, also zumindest jetzt weniger Schwein, aber das war, glaube ich, jetzt der letzte Branchenreport, dass generell weniger Fleisch, aber mehr Geflügel gegessen. Generell weniger Fleisch. Aber vor allem weniger Schwein, aber mehr Geflügel gegessen super. Wurde. Und da merkt man ja auch, das ist ja nicht, weil den Leuten das Schwein nicht schmeckt, sondern da steht auch wieder irgendein Gesundheitsaspekt dahinter. Und finde ich auch so ein bisschen paradox, dass das dadurch bewegt wird. Aber wenn wir eine Gesundheitsargumentation in der Betriebskantine nutzen würden, das würde nach hinten losgehen. Das würde ich da zum Beispiel. Ich würde sagen, im Krankenhaus könnte es ja vielleicht das doch funktionieren. Das sollte wäre bedenklich, kein Problem nicht. Sein. Und generell natürlich den Fleischanteil einfach auch rapide senken. Also ich meine, das ist ja immer noch Standard. Du hast 3 Menüs oder was heißt? An vielen Orten ist es standardmäßig so, du hast 3 Menülinien und in 2 davon gibt es Fleisch. Das heißt, von 15 täglich, ja. Das heißt, von 15 Gerichten hast du 10 Fleischgerichte. Und dann hast du eine vegetarische Menülinie, die heißt dann meistens auch nur so, als wäre es der Sonderling. Und da sind dann jetzt auch ganz häufig, also da ist jetzt nicht das drauf, was eine wirkliche Alternative zu dem Fleischgericht dann stellen würde für die meisten. Und deswegen ist es dann auch so dieses Stiefkind. Und also Gemüse auf die Tellermitte rücken, aber eben ohne Dogma. Und am wichtigsten ist einfach, dass das dann auch schmecken muss. Ja. Weil ein Argument, dem ich nicht widersprechen kann... Muss viel besser schmecken. Richtig. Also genau, ich glaube, das Hauptargument, dem ich den meisten... was heißt den meisten? Wo ich nicht widersprechen kann, ist, wenn die Leute sagen, das schmeckt nicht. Ja, na klar. Was soll ich... Ich meine, da habe ich ja keinen... Aber dann hat es halt meistens jemand gekocht, der irgendwie keinen Zugang zu dem Thema hatte oder warum auch immer, keine Motivation dazu. Ja, also das ist vielerorts tatsächlich der Fall. Das ist aber nicht so, dass die Menschen nehmen es auch durchaus ernst. Also in jeder Küche möchten die Köchinnen und Köche ja, dass da, dass das, was sie machen, auch eine Wertschätzung erfährt. Ja. Und da ist man dann auch schon hinterher, wenn irgendwas nicht passt. Also das ist schon auch eine Erfahrung, die wir machen, dass man ist durchaus immer frohen Mutes, wenn es dann auch um Veränderungen geht in vielen Fällen. Ja, eben, da würde ich dich jetzt gerne dazu fragen. Wir haben kurz bevor das Aufnahmegerät an war, schon gesprochen und du hast mir auch neulich schon erzählt, eben, dass du eigentlich, dass es fast nie, genau, nee, was ich erst sagen wollte, es ist ja nicht so, dass ihr jetzt
ihr könnt ja, ihr bietet ja an, ihr seid ja Anbieter, ne, mit Kantine Zukunft. Das heißt, man kann das Angebot in Anspruch nehmen, aber ihr zwingt ja nie. Also es kommt ja jetzt nicht, die Stadt Berlin sagt, ihr müsst es jetzt machen irgendwie. Das muss man vielleicht auch unbedingt dazu sagen. Also das sind natürlich dann auch Betriebe, die da schon mal offen dafür sind. Und was du eben letztes auch schon zu mir meintest, dass es eigentlich nie so ist, dass die Leute, auch wenn sie vielleicht am Anfang skeptisch sind, dass trotzdem am Ende irgendwie eine positive Offenheit besteht. Das sind jetzt die Erfahrungen, die wir seit Gründung sammeln. Also diese Zusammenarbeit ist jetzt nie total einfach für alle oder in den seltensten Fällen total einfach. Gibt auch Orte, wo das ganz einfach ist. Aber bisher hatten wir noch keinen Fall, wo wir uns da völlig zerstritten haben, wo es nicht geklappt hat oder so. Naja, wir hatten doch schon Fälle, wo es nicht geklappt hat, aber das war, das lag nicht daran, dass wir uns nicht verstanden haben, sondern weil im Zuge der Corona-Pandemie keine Gäste mehr da waren. Okay. Oder weil es Seniorenheime waren, wo Küchen im Wohnbereich oder wo man den Wohnbereich wo man durch den Wohnbereich laufen muss, um die Küche zu erreichen. Okay. Und da konnten wir dann einfach nicht mehr, nicht mehr wirken. Ja. Das ist schade, aber das nehmen wir dann im nächsten Jahr auch wieder auf. Und also ich würde gerne, weil mich interessiert das ja, oder das ist ja auch was ich versuche in meiner Arbeit oder auch wenn ich Bücher zu dem Thema schreibe, ich versuche ja immer zu versuchen nachzuvollziehen, woher kommt es, dass wir, also klar hat das ganz viel natürlich mit Sozialisation zu tun, ne, mit dem, wo, und es gibt natürlich immer keine einfache Antwort, aber was, oder auch wenn, natürlich, du hast jetzt auch von deiner Ausbildung gesprochen, wenn man jetzt in dem Bereich arbeitet und man hat es halt so gelernt und es ist halt immer so und es war halt immer so und irgendwie der Zwei-Komponententeller, wie schaffst du das, die Leute da rauszuholen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du da hin am ersten Tag? Das interessiert mich einfach. Ja, also es ist ja schon, hat ja schon einen geregelten Ablauf, wie wir das machen. Okay. Also wir, bevor wir irgendwas machen, oder vielleicht fangen wir das einfach, ich gebe einfach mal diesen Ablauf wieder, wie wir das angehen. Also nachdem wir uns irgendwie in ein paar Gesprächen darauf geeinigt haben, dass wir diese Zusammenarbeit angehen wollen, werten wir erstmal den gesamten Einkauf aus. Mhm. Also das heißt, meistens ist es ein Quartal, was wir einmal komplett auswerten und dann kategorisieren, also wie viel Prozent von welcher Warengruppe wurden in diesem Quartal eingekauft. Und dann sieht man ganz oft schon irgendwie so Missverhältnisse, irgendwie sehr viel Fleisch, sehr viel hochverarbeitete Convenience-Produkte, relativ wenig Gemüse. Das wird dadurch dann deutlich und das sind dann einfach Zahlen, die bilden dann auch eine gute Argumentationsgrundlage, weil ich meine, die drücken ja aus, was jeden Tag auf dem Teller liegt und das kann man dann nicht mehr so in den Speiseplänen, erkennt man das häufig nicht so gut, wie man das an den nackten Zahlen dann im Einkauf erkennt. Wenn wir den Einkauf kategorisiert haben, erkennen wir meistens schon, wo es so ein bisschen hakt, aber man erkennt auch gleichzeitig die Potenziale, wo man was machen kann. Also, was weiß ich, einen sehr niedrigen Anteil von Hülsenfrüchten zum Beispiel. Und dann guckt man auf den Speiseplan und sieht, okay, es gibt kein einziges Hauptgericht außer meiner Erbsensuppe, wo Hülsenfrüchte eingesetzt werden. Also nicht nur, dass das irgendwie gesund ist und lecker schmeckt, es spart mir auch noch eine Menge Kohle. Das ist jetzt einfach nur ein kleines Beispiel. Davon gibt es halt total viele. Und das heißt, wir werten das aus und dann gehen wir in einen Workshop, wo wir Zielvereinbarungen mit den Küchen treffen. Also wir stellen irgendwie diese Zahlen vor und was wir in den Zahlen jetzt irgendwie so ein bisschen lesen können, geben dann konstruktive Vorschläge, wie man jetzt genau in der betreffenden Küche da ansetzen könnte. Und dann machen wir uns so eine Roadmap für zwischen 6 Monaten und manchmal auch ein Jahr, je nach Betriebsgröße. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch noch eine spannende Frage, wie lange dauert so ein Prozess? Naja, also 6 Monate ist schon ein guter Zeitraum für mittelgroße und kleine Betriebe. Wenn es dann aber darum geht, dass zum Beispiel ganze Träger oder ganze Betriebe mit mehreren Küchen dann komplett umgestellt werden sollen, da setzen wir mit einem Jahr an, weil dann dreht sich es halt teilweise einfach um
10 Küchen. Mhm. Und da braucht es dann natürlich viel mehr als 6 Monate. Ich finde das so cool, dass ihr das macht. Also ich, nee, deshalb wollte ich dich auch unbedingt in einen Podcast einladen, weil das ist ja auch, wenn man jetzt nicht in dem Bereich arbeitet, ein Thema, das wie gesagt ganz vielen Menschen von der Verbraucherseite begegnet und wo es eben, wo genau diese Gespräche immer geführt werden, da muss doch mal und da muss man doch und so. Und ihr macht genau das, also ihr macht genau diese Beratungsarbeit, damit sich da was verändern kann. Und das ist wirklich ein Level von Sinnhaftigkeit. Also da. Ich bin auch sehr froh mit der Arbeit, muss man dazu sagen. Also das auf der einen Seite vermisse ich das schon sehr, dass ich meine, wir stehen zwar auch in der Küche in der Zusammenarbeit. Das ist vielleicht noch eine Besonderheit des Projektes, die ich unbedingt erwähnen sollte. Das ist immer so selbstverständlich, deswegen vergesse ich das häufig. Die Hälfte unseres Teams besteht aus Köchen. Und es sind aktuell leider nur Köche, keine Köchinnen. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann nochmal, auch aus den Gründen, die du jetzt eingangs genannt hattest. Und wir begleiten das vor Ort. Da hat uns jetzt natürlich auch wieder so eine Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht in diesem Jahr, dass das nicht überall in dem Umfang möglich war, in dem wir uns das gewünscht hätten. Aber das heißt, teilweise begleitet ihr es jetzt auch virtuell? Genau, ja. Ja, okay. Also in fast allen. Das ist auch eine spannende Entwicklung eigentlich. In 2019... Das ist ja wahrscheinlich auch ganz schön schwierig. Ja, also in 2019 konnte man virtuell gar nicht bis zu den meisten Küchen gar nicht durchdrehen. Ja, das geht jetzt überall. Ja, und das finde ich schon überall, ne? Eine super, super Entwicklung eigentlich. Wir arbeiten auch schon wieder an vielen Orten vor Ort, aber eben nur da, wo es dann auch geht, also unter allen, unter Einhaltung aller Auflagen mit Schnelltests etc. Das ist natürlich etwas umständlicher, an manchen Orten können wir immer noch nicht. Aber das ist das, was das Projekt auch so ein bisschen einzigartig macht, dass wir mit Köchen dann eben in der Küche stehen und eben da ganz gezielt auch mal zeigen können, was wir meinen und nicht nur so schlau daherlabern und irgendwas vom Pferd erzählen. Also dann dieses Machen und sich da auch für nichts zu schade sein, ist etwas, was dann auch wirkt. Und da bin ich immer sehr, sehr froh darüber, dass wir da die Möglichkeit haben. Und gibt es da wirklich so richtige Aha- und Oho-Erlebnisse? Ja, klar. Also auch für uns. Also im Positiven wie auch im negativen Sinne gibt es dann immer Situationen, wo wir überrascht sind, wo die Küchenteams überrascht sind. Also, dass man etwas gemeinsam zubereitet, wo alle denken, boah, wer soll das denn essen? Und dann haben wir keinen Bock drauf. Und dann probiert man das gemeinsam und fragt man, ach so, okay, gut, schmeckt ja. Also, wir begegnen da auch viel Ehrlichkeit. Also, auch wenn man irgendwas da so erstmal ablehnend gegenübergetreten ist, korrigiert man sich dann häufig auch doch noch, oder korrigieren sich die Menschen dann häufig auch doch nochmal selber, sagen, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Oder es schmeckt mir sogar. Oder das, ich meine, ich kenne das ja auch im Kontext so mit irgendwie, ne, pflanzlicher Küche, und wenn man dann mal wohin kommt, wo halt jemand kocht, der gar keine Ahnung davon hat oder mit dem das alles nur, also der einmal irgendwie schlecht zubereiteten Tofu gegessen hat und so. Ja. Und das ist einfach, also ich meine, das beste Kompliment ist wirklich, wenn man es nicht merkt. So, also nach dem Motto so, ach, es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass vegan ist, so, ne? Aber ja, also ganz oft einfach auch so noch nie damit befasst oder eben dann viele Dinge, die ja grundsätzlich vegetarisch oder vegan einfach sind, ne? Wo man vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht hat. Ja, spannend. Ja, krass. Und ich... also du hast die Hülsenfrüchte als Beispiel genannt, wir haben die Kartoffeln als Beispiel genannt. Also ich glaube, man kann so ein bisschen, wenn man vielleicht nochmal auf die Lebensmittel eingeht, das sind für mich auch so die ähnlichen Beispiele, die ich auch fürs Zuhause-Kochen immer nennen würde, wenn die Leute sagen, ah, aber vegan essen ist doch so teuer. Also, naja, gut, es gibt sehr viele regionale, saisonale Lebensmittel, mit denen man sehr viel spannende Sachen machen kann, die sehr günstig sind. Zwiebel ist ja auch sowas. Gibt es da so Lebensmittel, die dir spontan noch einfallen, die auf jeden Fall dann immer, wo der Einkauf immer nach oben geht, so? Außer denen, die ich jetzt schon genannt habe. Jetzt im veganen Kontext? Ja, einfach so, also nee, wenn ihr das jetzt gemüselastiger gestaltet oder getreidelastiger. Achso, also du
ob es jetzt vegetarische oder vegane Grundprodukte gibt, die Kosten in die Höhe treiben, meinst du jetzt, oder? Nee, andersrum. Also was weiß ich, wenn ich jetzt sage, wir senken jetzt den Fleischeinkauf und wir wollen jetzt zum Beispiel da mehr Gemüsegetreide. Ich habe ja schon ein paar Beispiele genannt. Ich wollte nur mal fragen, ob dir noch spontan vielleicht auch so für Menschen zu Hause irgendwas einfällt, wo man sagt, da kann man jetzt super Kosten sparen, ist günstig, kann man toll was draus machen. Was sind da so deine 10 Favorites? Der Schlüssel über alles einfach das selber kochen. Ich glaube, das ist der, das ist das, was immer mehr abhanden kommt. Das ist aber das, was mir die Kosten spart. Und ich würde das, glaube ich, gar nicht so sehr auf Lebensmittel beschränken. Und auch, dass die vegane Ernährung teuer ist, da würde ich, glaube ich, sofort widersprechen. Wenn man vegan selber kocht, dann ist das eine relativ günstige Ernährung. Wenn ich vegane Ersatzprodukte kaufe, dann wird das relativ teuer, klar. Oder wenn ich mich jetzt nur von Mandelmus jeden Tag ernähre. Das stimmt. Also und generell ist eine pflanzenbasierende Ernährung ja auch etwas, was meiner Erfahrung nach, also ich esse Fleisch, aber eben unheimlich selten. Und dann bereite ich es auch immer, also ich esse es nicht außerhalb des Hauses meistens, oder? Obwohl, das stimmt so nicht mittlerweile schon. Aber wahrscheinlich, wenn du sehr genau weißt, wo es herkommt. Ja, klar. Also das ist zumindest in Bio-Qualität. Das ist so das Allermindeste, was ich dann irgendwie außerhalb des Hauses an Qualitätsstandard ansetze. Aber das kommt, ich schließe es nicht aus, aber es kommt einfach ganz selten vor, wenn dann nur zu Hause. Und was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, also wir kochen zu Hause eigentlich auch fast nur vegetarisch und vegan. Und seitdem wir das so halten, merkt man das dann doch auch in der Haushaltskasse. Ich glaube, die Behauptung zu sagen, vegane Küche sei teuer, ist schlichtweg falsch. Total. Und gerade, weil du vorhin auch das Beispiel mit Getreide genannt hast, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt, das sind Quelle zweiten Grades sozusagen, einfach Menschen, die ich natürlich kenne, die irgendwie Ernährungswissenschaftler sind, weil man ja einfach, wenn man in dem Kontext was macht, immer wieder mit Fragen konfrontiert ist oder Vermutungen oder Falschvermutungen. Also ich glaube, in allen Ernährungsempfehlungen aller Gesundheitsorganisationen steht Getreide oder Vollkorngetreide ganz weit oben. Ne? Und das spiegelt sich überhaupt nicht mit den Zahlen wieder oder vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen. Natürlich, also auch bei Hülsenfrüchten, es gibt Länder, wo die Mehrheit der Menschen noch ihr Protein wirklich aus Hülsenfrüchten beziehen. Und das war ja früher mal hier auch so, ne? Ja. Aber wie kann man den Menschen Getreide geschmackhafter machen? Was wäre so dein persönlicher Tipp? Ja, das geht auch nur über den Geschmack. Also der effektivste Weg ist, ich muss einfach ein Gericht raus zubereiten, was den Menschen schmeckt, was vielleicht auch in einer Form daherkommt, die so halbwegs bekannt ist. Und das kann ich in der Kantine oder auch in jeder Form der Gemeinschaftserpflegung eigentlich wunderbar machen. Ich habe zum einen, weil ich die Möglichkeit habe, aus guten Grundprodukten ein gutes Essen zuzubereiten, was genauso schmeckt, wie es schmecken soll. Und dann kann ich das an andere Leute weitergeben. Und das ist meiner Meinung nach der effektivste Weg. Und ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel eine Grünkern-Bolognese. Also wer mag keine Bolognese? Und Grünkern ist so ziemlich das leckerste Getreide, was ich kenne. Ist natürlich auch eine Art der Verarbeitungsstufe, die da drin ist im Grünkern. Also, aber trotzdem ist es ein weitgehend unbehandeltes Lebensmittel, was man da gut einsetzen kann. Ansonsten gekeimtes Getreide als Salat, das ist so geil. Ich meine, du musst es ja nicht mal kochen, so. Du musst das halt irgendwie einweichen und dann ein paar Tage da gammeln lassen. So, und das kriegt man in der Größenordnung auch hin. Ja, klar. Ja. Also es kommt drauf an, also wenn ich jetzt irgendwie, es kommt auf die Größenordnung an. Wir haben es ja in der Gemeinschaftserpflege mal mit 80 Essen pro Einrichtung am Tag zu tun und mal mit 10.000. Und es gibt eine Größenordnung, wo ich das raten oder anraten würde und dann welche, wo ich sagen würde, lass das lieber. Zumal wir da auch schon wieder in den Bereich der Lebensmittelsicherheit kommen und was gekeimt, oh mein Gott. Und ganz oft
auch aus berechtigten Gründen stellt man dann eben ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis vor Geschmack und Kreativität. Und das muss man dann auch akzeptieren und dann einfach einen Weg finden, wie man damit umgehen kann. Ja. Ach, ich finde es schön, dass du das Beispiel mit der Bolognese gebracht hast, weil das ist, finde ich, überhaupt eines der besten Beispiele, wie man was vegetarisch oder vegan machen kann, weil man einfach sieht, wie stark dieses Gericht einfach von den Gewürzen und von den Geschmackskomponenten irgendwie lebt. Und das ist ja wirklich was, wo man ganz viele Leute positiv überzeugen kann. Also Bollo ist so, oder Lasagne oder sowas. Ja. Ne? Cool. Ich weiß, dass du, oder wir haben uns darüber unterhalten, ich hoffe, es ist okay, wenn wir hier drüber sprechen. Ich weiß, dass du mit dem Gedanken gespielt hast, auch mal ein Kochbuch zu schreiben. Also so mehr für Leute zu Hause. Das heißt, da würdest du dann so diese ganzen Rezepte, die du jetzt in sehr großer Größenordnung entwickelt hast, eigentlich für die Menschen zu Hause runterbrechen. Ja, also das Konzept dahinter ist jetzt noch nicht so ganz ausgereift. Nur irgendwann war natürlich auch der Gedanke dann da. Also ich hatte anfangs speziell in den Jahren in der Küche Rezepte immer in Notizbüchern niedergeschrieben. Wenn die voll waren, habe ich die immer, die waren dann natürlich völlig versifft. Man hat die den ganzen Tag in der Tasche, die liegen auf den Arbeitsflächen rum. Also das ist... Aber du hast die hoffentlich alle aufgehoben. Ja, alle aufgehoben, ja. Also die sind alle in so einen Schuhkarton geflogen. Und irgendwann war dieser Schuhkarton dann einfach voll mit diesen kleinen Notizbüchern. Und aktuell ist es ja auch so, dass wir für ganz viele Kantinen neue Speisepläne, neue Rezepte entwickeln, die dann auch dorthin passen. Und ich dachte mir dann auch, aus dieser ganzen Fülle von Rezepten lässt sich auch für den Haushalt was wirklich Nützliches machen, weil wir ja all die Kriterien anlegen müssen. Also aktuell, jetzt in der Gastronomie war das nicht unbedingt so. Aber wir müssen ja all die Kriterien anlegen, von denen ganz viele Haushalte betroffen sind. Also wir müssen ein möglichst günstiges Essen auf den Tisch kriegen, von dem möglichst viele Leute satt werden. Und gleichzeitig wollen wir aber eine bestmögliche Rohstoffqualität haben. Und es soll natürlich noch gesund sein, ja. Hatte ich das schon erwähnt? Auf jeden Fall ist es so. Davon bin ich jetzt irgendwie ausgegangen. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Begriff der Wertschätzung natürlich auch im Kontext mit Lebensmitteln. Ich nehme an, du auch. Ja. Und was glaubst du, also wie gesagt, bei diesen ganzen Fragestellungen gibt es ja nicht so eine einzelne Antwort. Was glaubst du, also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir in Deutschland ein Wertschätzungsproblem bei Lebensmitteln haben. Und man sieht es ja auch, bei jeder Supermarktwerbung geht es immer nur um so billig wie möglich. Und wahrscheinlich könnte man jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden, wie es dazu gekommen ist. Was kann man machen, um die Wertschätzung zu mehren? Also ich glaube, wenn sich jeder mal vor Augen führen würde, was diese Art des Konsums global auslöst, dann müsste man da gar nicht mehr so viel für tun. Es sind hier immer alle ganz entsetzt, wenn man sieht, was eine Massentierhaltung anrichtet. Genau, Fleisch ist ja eigentlich das beste Beispiel. Ne? Und auch wenn man von den Lebensmitteln weggeht, es sind doch immer alle ganz entsetzt, wenn man irgendwie merkt, irgendwie, was weiß ich, Kobalt in meinem Handy kommt hier aus einer Mine, wo irgendwie wirklich ziemlich arme Wesen damit beschäftigt sind, das aus dem Berg zu holen oder aus der Mine zu holen oder aus irgendeinem Loch zu buddeln. Und diese Betroffenheit, die ist dann ja immer sofort da. Und die ist so lange da, bis der nächste Impuls kommt. Und dann ist es wieder weg. Und dann erinnert man sich zwischendurch mal dran. Also da, das ist eine Verdrängungsfähigkeit, die ich manchmal wirklich bemerkenswert finde. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man sich dem nicht mehr entziehen kann, weil es immer präsenter wird. Und das merken wir jetzt auch gerade in der Zeit, in der wir gerade uns befinden, dass diese ganzen Punkte, die unser Alltagsleben irgendwie madig machen, werden uns gerade jeden Tag aufs Brot geschmiert. Das kriegen wir täglich auf den Tisch geknallt. Und wir haben jetzt schon die ersten sichtbaren Auswirkungen von so einem Klimawandel, der uns betrifft oder zukünftig noch stärker betreffen wird. Und
Ich glaube, umso mehr sich dieses Feld verengt, umso mehr wird sich in den Köpfen der Menschen da auch was ändern, zwangsläufig. Also ich glaube nicht, dass man so einen starken Verdrängungsmechanismus entwickeln kann, dass man das noch weitere Jahre einfach alles zur Seite schieben kann. Und man merkt ja auch schon, dass, um wieder zum Thema Wertschätzung zurückzukehren, dass sich gesellschaftlich in diese Richtung schon gerade ganz viel bewegt. Also Menschen setzen sich oder fangen an, sich damit auseinanderzusetzen, was sie essen. Und es werden noch immer mehr Personengruppen mit dem Thema erreicht, wo man gar nicht das Gefühl hätte, dass es sie überhaupt interessieren würde. Ich fand das total spannend. Ich habe vor ein paar Tagen ein halbstündiges, frag mich nicht, warum ich mir das wirklich bis zum Ende angeguckt habe, ein halbstündiges Interview mit Haftbefehl gesehen. Mhm. Und also ohne, dass das explizit angesprochen wurde, wurde es auf einmal Thema, dass er ja auch Bioprodukte kauft und dass er es überhaupt nicht ertragen kann, wie so eine Tomate hergestellt wird und was da alles draufgeballert wird. Ich denke so, was sagst du gerade? Krass. Wow. Und das hat einen Impact, ne? Ja. Weil es gibt viele junge Leute, für die ist das halt irgendwie der Chef. Und Und ich meine, von seiner Kunst und den Inhalten kann man jetzt halten, was man möchte, aber man erreicht einfach eine ganze Menge Menschen. Und das fand ich, da war ich kurz baff, also als ich das dann auch so gemerkt habe, dass ich da, da ist einfach gerade, egal wo man hinschaut, ganz viel in Bewegung. Mhm. Und das ist ja auch so ein Thema, also die Zukunft war irgendwie nie geil. Solange ich zurückdenken kann, gab es immer diese langfristigen Probleme, um die man sich ja unbedingt kümmern muss. Und es war nie so in diesem Modus, ja. So hey, irgendwie diese glänzende Zukunft mit Raumfahrt und Autos aus Chrom und so. Nee, das war immer schon ein Problem. So, was die Umweltverschmutzung war schon in den 80ern irgendwie da. Und Und wie gesagt, es war nie so ein unbeschwerter Blick in die Zukunft. Und es gibt, also jetzt wehrt sich ja auch einfach eine ganze Generation dagegen. Und das Urteil vom Bundesgerichtshof, von wann war das jetzt am? Vor kurzem. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja schon ein sehr, sehr, sehr deutliches Signal. Und, wo junge Menschen, muss man dazu sagen, ne, geklagt haben. Und auch sich gegen so eine Palliativpolitik Dass die Klimaziele nicht eingehalten werden, dass quasi ihre Zukunft in Gefahr ist. Ja. Also das fand ich auch, das sind alles so Signale, die mir zeigen, dass das ist in Teilen eine Wertschätzung, in großen Teilen aber einfach auch eine Notwendigkeit, die erkannt wird. Und ich glaube, diese Verbindung aus einer Wertschätzung, mit der ja auch ein Genuss verbunden ist, mit der ja auch all die positiven Aspekte sind und dieser Notwendigkeit, weil es einfach um ziemlich ernste Themen geht, also um die Welt, wie wir sie kennen im Grunde, vielleicht ist das die Mischung, die es braucht, damit solche Dinge in Bewegung kommen. Vielleicht noch ein paar politische Regulationen on top wären schon auch ganz gut. Ganz gute Chancen im Moment, würde ich sagen. Ja. Und natürlich auch in dem Kontext, also das ist zum Beispiel was ich natürlich auch über Social Media oder auch durch meine, was einfach auch in jedem meiner Bücher vorkommt, dass man eben, wie du sagst, also einerseits entwickeln die Menschen ein größeres Verständnis dafür oder können einfach nicht mehr die Augen vor gewissen Tatsachen verschließen. Nichtsdestotrotz leben wir natürlich in einem Wirtschaftssystem, dieses Wirtschaftssystem, und das, finde ich, muss man einfach immer wieder auch Leuten erklären, anhand von Beispielen versuche ich das halt immer, dass man das einfach durchschaut. Also das ist einfach so, wir sind so optimiert, krass sozialisiert und infiltriert auch irgendwie von dieser Werbung, die ja wirklich Millionen jedes Jahr ausgibt. Ich fand ein schönes Beispiel, hat ein Bekannter von mir, es ging dann irgendwie durch die Presse, zum Beispiel Rügenwalder ist ja vor ein paar Jahren auf diesen Zug aufgesprungen, jetzt eben auch vegetarische, vegane Produkte anzubieten, kann man sagen, ist ja sehr clever, ne? Weil sie irgendwie auch wissen, so, das wird so nicht weitergehen. Und dann ging das letzte Jahr irgendwie durch die Presse, ja, die hätten jetzt dieses Jahr das erste Mal mehr vegane Produkte verkauft als Fleischprodukte.
Klingt ja erstmal super, aber dann hat ein Freund von mir, der halt ein Werbeprofi ist, gesagt, naja, die haben einfach ein Budget, das sie jedes Jahr in ihrer Werbung ballern und das, was sie am meisten bewerben, das verkaufen sie am meisten. Also klar ist da der Zeitgeist und der Trend mit dabei, aber man darf schon auch nicht verkennen, dass wir das kaufen, was wir, oder viele Menschen das kaufen, was wir in der Werbung sehen. Und wenn man, was natürlich dann, also ne, wenn wir wieder beim Thema intuitiv kochen oder überhaupt selber kochen, zu Hause kochen sind, dann eben auch ja ganz stark damit zu tun hat, irgendwie mache ich die Nudelsauce selber oder kaufe ich die fertige, wenn es vielleicht wirklich im Endeffekt gleich lang dauert, ja, und echt nicht so schwer ist. Also ich glaube, ich finde es auch immer ganz wichtig, wirklich Menschen auch so ein bisschen die Augen zu öffnen für diese absurden Mechanismen. Also für mich ist Werbung schauen mittlerweile, ich schaue die meisten Sachen online, wenn da mal irgendwie eine Werbung eingeblendet ist, kriege ich echt jedes Mal die Krise. Ich habe jetzt irgendwie gestern so eine Werbung gesehen von einem großen, naja, ich sag mal Milchproduktehersteller, gibt es jetzt einen Pudding, der ist, ich habe dann extra online nachgeschaut, weil es hat mich interessiert, also der ist ganz normal aus Kuhmilch, kommt aber in der Geschmacksrichtung Mandel-Kokos. Das heißt, du könntest eigentlich auch einen Pudding direkt aus Mandel-Kokos machen, du haust aber Kuhmilch mit rein, weil es natürlich viel billiger, ne? Also wird ja alles zugeschwemmt damit, wir haben ja Milchseen und so. Und das Ganze wird dann beworben mit einer coolen Kuh, die eine Sonnenbrille trägt. Und du denkst dir, wenn du das neben die Realität stellst, wie Kuhmilch erzeugt wird industriell, das ist so absurd und so pervers. Ne? Mhm. Und bei solchen Sachen frage ich mich wirklich, wie lange das noch funktioniert. Und wann die immer mehr Leute das vielleicht doch auch mal checken. Das ja, ist also ich kann mich ja immer noch, ich glaube, das gibt es auch tatsächlich immer noch, aber nicht mehr so häufig. Das ist mir aus der Erinnerung geblieben, in Fleischereien stand häufig früher, also schon früher so ganz häufig ein Schwein mit Kochmütze auf zwei Beinen, was diese Schiefertafel so gehalten hat. Sich selber anpreist. Genau. Sozusagen. Ja. Und ich kann mich auch daran erinnern, das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr lange her, das war noch während meiner Ausbildung oder so, da habe ich in Frankfurt am Main mal genauso eine Tafel gesehen und da war der geilste Kommafehler drauf, den ich je gesehen habe. Schnitzel, Komma, vom Schwein paniert. Und das fand ich dann wiederum sehr passend zu der Tafel. Uh-huh. Ja, krass. Nee, gibt's wahrscheinlich keine Antwort drauf, aber was ich damit nur sagen will, ist, ich glaube, wenn man einmal diese Brille absetzt oder aufsetzt, ich weiß nicht wie rum, dann sieht man Werbung halt auch ganz anders. Definitiv, ja. Genau, ich wollte dir noch kurz eine Handvoll Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Ja. Und ich fange an mit der Frage, was war dein Lieblingsessen als Kind? Weißt du das noch? Ja, saure Eier. Saure Eier? Ja, das ist eine relativ oder eine verhältnismäßig dünne Bechamelsoße mit Speck und Zwiebeln und darin werden Eier pochiert. Ah, okay. Und dann gibt es einfach Salzkartoffeln dazu. Ich kenne nur so Senfeier, die auch in so einer Senfsoße. Das ist ganz, ganz ähnlich, ja. Ne? Nur, das hat nur manchmal auch gemacht. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Senf drin, aber größtenteils halt viel Essig. Mhm. Und dazu gibt es dann einfach Salzkartoffeln und dann einen Feldsalat mit noch mehr Essig. Mhm. Das habe ich immer. Ja, da war heute auch ziemlich viel Essig drin. Ja, bisschen, mag ich immer noch gut. Gibt's irgendwie, ich finde, die meisten Menschen haben ein Problem damit, die Frage zu beantworten, weil meistens gibt es mehr so Sachen, aber gibt's sowas wie ein Lieblingsessen auch heute noch bei dir oder so eine Komfortküche, die du besonders gerne magst? Nee, glaube ich nicht. Also die Produkte. Welches Essen macht dich glücklich? Ich glaube, man kann einfach sagen, Essen macht mich glücklich. Okay. Und die Produktgruppe, die ich am häufigsten verzehre, ist definitiv Getreide in jeder Form. Also ob das jetzt Miso ist, ob das gekeimt ist, ob das ein Brot ist. Also ich esse super, super viel Getreide. Und ich würde auch sagen, so ein Butterbrot könnte tatsächlich das sein, was ich nicht nur aus Hunger esse, sondern weil ich da so richtig Bock drauf habe zwischendurch. Und da kommt halt nichts ran. Das ist auch so das perfekte Beispiel für das gute Einfache. Ist eigentlich ein guter Brot, oder? Ja. Was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst? Ja. Muss ich überlegen. Ich muss mich in die Frucht hineinversetzen. Lass dir Zeit.
Mir fällt einfach keine Assoziation dazu ein und auch keine. Du musst es auch nicht erklären. Keine du kannst auch einfach deine Lieblingsfrucht nennen. Ich glaube, das, was ich am häufigsten esse, sind Äpfel. Voll gut. Und da mag ich auch, diese Sortenvielfalt einfach. Würde ich auch sagen. Ja. Und ach ja, und ich finde, also Äpfel können so viel, ne? Sind einfach super praktisch, weil man sie auch super mitnehmen kann. Äpfel sind super gesund. Mhm. Man kann auch in der Küche total viele spannende Sachen irgendwie damit machen. Und Äpfel sind auch, das hatte ich für mein letztes Buch recherchiert, kann man auch als Zahnbürstenersatz nutzen. Also haben eine zahnreinigende Wirkung, wenn man mal keine Äpfel? Zahnbürste. Mhm. Trotz Fruchtzucker, trotz. Mhm, okay. Ich muss immer nachschauen, ich kann es jetzt leider nicht ganz genau erklären, aber ich habe es. Man sollte jetzt wahrscheinlich nicht den Apfel durch die Zahnbürste. Nein, nicht jeden Tag, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal wo ist und man hat, ja, schon, man hat schon diesen Pelz auf den Zähnen, okay, und dann kann man mal einen Apfel essen und dann ist das auf jeden Fall ein bisschen, hilft das ein bisschen. Ja. Hast du sowas wie ein Lebensmotto oder so ein Leitsatz oder irgendwas, wonach du so dein Leben gestaltest? Nee, hab ich tatsächlich nicht. Aber ich bin von anderen Leuten immer beeindruckt, die sowas haben. Mhm. Ja. Ich meine, von außen betrachtet würde ich jetzt irgendwie ein bisschen schlussfolgern, dass das mit der Sinnhaftigkeit ein sehr wichtiger Aspekt ist bei dir, der sich jetzt auch durch dein Arbeitsleben so zieht. Ja. Du, muss ja auch nicht jeder haben. Ja, also ich hab wirklich kein Motto, nach dem also ich versuche mich immer die so... Die Zukunft war schon immer scheiße. Naja, nee, ich glaube, da würde ich dauerhaft nicht durch den Tag kommen. Nee, ich glaube, ich versuche mich immer... oder versuche meinen Alltag und das, was auf mich wirkt, so aufzunehmen und meinen Alltag dann dadurch so zu gestalten, dass ich in der Welt trotzdem noch positiv wirken kann, trotz aller Widrigkeiten und aller Anstrengungen, die man so erfährt, ist es mir immer wichtig, trotzdem mit einem guten Gefühl und viel Energie positiv wirken zu können. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht unbedingt ein Motto draus stricken, aber... eine Lebenseinstellung. Ja. Ja. Nö, finde ich ein super Schlusswort. Also und finde ich irgendwie, kann ich unterschreiben. Ja. Ja, schön, dass du da warst und ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Und, ja, super. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr lecker. Ja, wir hoffen, dass es euch auch Spaß gemacht hat zuzuhören. Ich verlinke natürlich in den Shownotes auch die Webseite von der Kantine Zukunft. Da kann man sich das mal anschauen. Genau, es gibt auch ein Rezeptheft, das gibt es auch noch. Ne? Das gibt's man kann auch sich das, wollte ich gerade sagen, habe ich nämlich auch ein Rezept beigetragen letztes Jahr. Ich glaube, man kann sich es als digitale Version auch, ist es auch frei? Genau, ja, das ist genau. Ja. Aber man kann es für Betriebe auch bestellen bei euch. Genau, für Betriebe so, kann man die Printversion bestellen, aber die PDF und die... Also alle Rezepturen sind online einsehbar oder als PDF. Ja, cool. Und das ist, ich habe es auch schon mal auf Social Media geteilt. Also es ist einfach ein schönes Beispiel, wo eben auch viele Köche und Köchinnen was beigetragen haben, um noch ein bisschen besser zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ja. Cool. Vielen Dank und ich danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst's was Gescheites.